Müller, bekannt als Bade der Stauversager, führte den kleinen Stauferzug durch den Himmelsgarten in das Stauferlager hinein. Bis zum 14. September laden hunderte Gewandete ins große Stauferlager ein. In der kleinen Zeltstadt werden viele Handwerker ihr Können darbieten, wie zum Beispiel Bäcker, Küfer, Wagenbauer, Schmiede, Töpfer, Steinmetze, Zimmerer, Schneider, um nur einige zu nennen. Die Mertens, von der Gewandmeisterei und Mitorganisatorin dieser Veranstaltung, gibt Pat Müller neue Anweisungen. Kaiser des Römischen Reiches, König von Sizilien und Jerusalem, Staunen der Welt, Stupor Mundi, Friedrich II., seid uns willkommen in Schwäbisch Gmünd. Nach der Begrüßung von Friedrich II. Lud Pat Müller alle ins Stauferlager ein. Das Volk hat sich hier versammelt, als wir von euch und eurer Reise hierher Kunde vernahmen. Just ist euer Tross schon in die Karawanserei eingezogen, um eure Ankunft dort vorzubereiten. Und hier an der kaiserlichen Tafel dürft ihr nun in Begleitung... Hier hinter diesem einladenden Tore werden wir die Ankunft der hohen Häupter gemeinsam erwarten. Bitte treten Sie ein. Eine mittelalterliche Musikgruppe unter der Leitung von Frau Wicker begrüßte die Gäste. Das große und das kleine Katapult waren auch wieder abschussbereit aufgebaut. Frank und Volker mussten nur noch
eine kleine Korrektur vornehmen. Zielschießen an den Mini-Katapulten. Fast. Hebe, Katapult. Okay, von Händen. Friendly Fireman, sieht das, oder wie war das? Gruppe, die von der Rose Die Zimmerleute zeigten hier ihr Können. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Meinhard, der Kettenhemd-Spezialist. Die Helmfertigung. Schlumpf hämmert gerade eine Kupferschale. Jürgen Musch ist nicht nur als Schmied tätig, sondern auch der Organisator dieser Veranstaltung. Ein leckerer Drehspießbraten. Ja, wenn wir recht haben.
Ein Kreuzritter zu Pferd. Befolgt. Sie haben großartige Gärten angelegt, prachtvolle Bauwerke errichtet, an der Erde, an den Ufern der Rems und bis hoch in den Himmel empor. Dieses Großdorf war höflich. Können Freude finden, Unterhaltung finden können. Und nein, nicht jetzt. Nein, nein, bitte. Ich habe doch hier. Das sind wichtige Herren. Bitte gib zurück. Nein, nein. Oh, danke. Oh. Unerwartetes jeden Tag geschieht. Ja. Ein Ort, wo Geschichten gehandelt werden. Ein Ort, wo neue Geschichten geschrieben werden. Und wir wissen noch nicht, wie diese Geschichten sein werden. Es ist ein lebendiger Ort der Begegnung. So sehr im Sinne des staufischen Denkens, so sehr im Sinne der Tradition unseres Kaisers, dass er seinen Weg durch die Jahrhunderte gemacht hat. Ein Ort, wo sich Menschen vieler Regionen der Welt, jeden Alters und aus jeder Zeit neu zusammenfinden können. Wir danken euch und begrüßen euch im Lager, gelehrter Kaiser Friedrich II. Wir begrüßen das viel glückliche und bunte, farbenfrohe Volk! Und wir richten die ärmliche Stimme des Erzählers nun an die hohen Herren des Stauferlagers. Und möchte eigentlich nur zwei Dinge tun. Ich möchte, wie gesagt, alle ganz herzlich begrüßen. Gundi Mertens von der Gewandmeisterei und Mitorganisatorin dieser Veranstaltung. Und alle unsere Staufer und Stauferinnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle hier seid und dass ihr so toll mitgemacht habt bis jetzt. Ich bedanke mich im Namen aller bei euch. Und wir können uns, glaube ich, gegenseitig die Hände schütteln für diesen bis jetzt schon sehr schönen Erfolg. Das erste war also, ich wollte euch begrüßen und das zweite, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken und eine schöne Zeit. Viel Spaß! Ja, werter Kaiser, werter Hofstaat, liebe Verantwortliche, ich sag mal, ich darf heute, habe die schwierige Aufgabe, einen Oberbürgermeister zu vertreten. Das sage ich Ihnen, das kannst du gar nicht. Den Oberbürgermeister kann man nicht vertreten. Ich kann nur versuchen, ihn ein Stück weit zu ergänzen. Deshalb sagt der OB ja immer, mein Titel sei EBM, das sei ergänzender Bürgermeister. Ich heiße Sie alles herzlich willkommen, vor allem die Gäste aus nah und fern, die heute zur Eröffnung des Stauferlagers gekommen sind. Gott sei Dank haben wir Kaiser Friedrich II., den Italiener da, weil er hat die Sonne mitgebracht. Lieber Kaiser, ein herzliches Dankeschön. Sehr lange auf diese Sonne gewartet, vor allem die Verantwortlichen der Landesgartenschau. Ich sage einfach herzlich willkommen zum Auftakt dieser, sag ich mal, wichtigen circa zwei Wochen, die wir erleben dürfen. Was wäre Schwäbisch Gmünd? Was wäre auch unsere Gartenschau ohne das Thema der Staufer? Was wäre es ohne das Thema unseres Stadtjubiläums, unserer Stadtgeschichte?
Natürlich braucht ein Lager, in dem so viel Volk aus aller Welt zusammenlebt, auch Regeln, an die man sich halten muss. Diese Regeln werden an den Pranger genagelt und wer sie nicht einhält, wird daneben genagelt. Darauf erhebe ich mein Glas. Möge der Kaiser Gerechtigkeit üben. Und wer sie nicht einhält, soll mit Feuer und Schwert zur Hölle fahren. Prost! Schaut euch um, nehmt das Lager in Besitz, macht es mit euch voll, genießt die Münder Karawanserei. Und nicht so, suche mal nicht so. Ich will hier so oder mich so. Hey. Oh,